So, die Sonne geht unter. Los geht's. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass wir Andys finden. Wir brauchen unbedingt Andys. Enderperlen. Unser primäres Ziel. Denn ich möchte unbedingt den Verzauberungstisch haben, den Advanced-Verzauberungstisch. Das erleichtert mir die Sache, wenn ich farme. Übrigens, wir sind jetzt auch an einem Punkt angekommen in Minecraft, der es mir schnellstmöglich erlaubt, oder baldmöglichst erlaubt, zu streamen. Das heißt, sobald der Postbote da ist, ich hoffe, das wird bald soweit sein, dann werde ich mich mit dem unterhalten, denke ich mal. Vielleicht, auch nicht, mal gucken. Und wenn das passiert ist und ich in ein neues Projekt starten kann, so gesehen. Evil Chicken Zombie Huhn. Komm her hier. Du siehst mega gefährlich aus. Hühner sind widerspenstig, ne? Ich mache erstmal das hier kaputt. Das Huhn lassen wir laufen. Kann nichts dafür. Oh, fuck. Schwarzpulver brauchen wir auch noch für irgendwas. Nicht buben. Worauf war ich stehen geblieben? Noch mehr Zombies. Zombies, Zombies. Spinne. Was ist das da oben? Golem. Nee, Golem nicht unbedingt. Ach, ihr könnt einfach so durchlaufen, oder was? Guck mal, das sieht aus wie ein mutierter Zombie. Jetzt mal ernsthaft. Oh Gott. Ich mache jetzt das Schwert kaputt. Das ist mein Fleisch. Her damit. Wir können ja Zombie-Fleisch auch verwerten. Wir suchen Andys. Bogenschütze. Spinne, Bogenschütze. Reaper. Was ist das? Trophäen? Zombie-Köpfe. Sehr schön. Unser Jarlhaus wird gigantisch werden. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird schon burgähnlich. Also so im Kopf habe ich schon ein... Habe ich schon einen Bauplan liegen. Denn mein Haus soll prunkvoll werden. Soll von meinen Taten berichten. Ich werde sogar... hatte ich das mal erzählt im Let's Play? Dass ich die Karte, die ich mit dem Atlas aufzeichne, auf einem PNG drücken kann. Das heißt, ich habe eine schier unendlich große Karte. Aua. Und das hat natürlich den Vorteil... Aha. Hat natürlich den Vorteil, dass ich... Der ist gerade weggespawnt. Keine Andys, ne? Spinn, spinn, spinn. Creeper. Hat natürlich den Vorteil, dass ich diese PNGs umwandeln kann. In sehr großen Bildern. No! Naja, egal. So kommt man auch an Sand für Glas. Andy! Ich nehme jetzt mit Absicht den hier. Boom. Guck ihn mal noch nicht an. Uah! Wo ist sie denn? Oh Gott, wie gruselig. Oh fuck. No! Oh scheiße, ich muss ja auch noch auf das Dings achten. No! Gut, also, ich habe ja gesagt, ich bin ein Vollprofi. Scheiße. Difficulty 0. Ich sollte mir mal ein Bett mitnehmen, fällt mir gerade ein. Und das im Dorf stellen. Bett. Haben wir sowas? Daran habe ich ja jetzt gar nicht gedacht.
Nee. Warte mal. Müssen wir uns da bauen. Wartet mal, wir können uns doch aus Drinks. Davon haben wir doch relativ viele, ne? 2 mal 64 plus 15. 3 mal Wolle bauen. Holz hatte ich ja in der Tasche, glaube ich. Und wir stellen uns einfach mal im Dorf im Bett auf. Das ist mir sonst immer zu weit, hierher zu laufen. Ach, wie schön, dass das geht. Stellt euch mal vor, ich also, ne, sterbe wie in dem Fall, stehe auf und hier unten drin spawnt ein Creeper oder irgendein Scheiß. Also das hier ist Heiligtum und da der Baugrund nicht geschützt ist, vielleicht sollte ich mir das wirklich mal überlegen mit Bucket oder ähnliches, also mit Custom-Blöcken oder wie die Dinge heißen. Dann wäre das Ganze nicht so unsicher alles. Okay, also das mit dem Kämpfen müssen wir noch trainieren. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? So jetzt tagsüber, ne, können wir ja schlecht kämpfen. Wir können natürlich Höhlen suchen. Das werde ich wahrscheinlich auch angehen, aber wenn wir keine Höhle finden, stecken wir uns schon mal Bauplatz für irgendwas ab. Bauplatz für das Jarlhaus oder so. Weil das Dorf soll ja noch wachsen und gedeihen. Also das heißt, ich möchte irgendwie eine schöne Draufsicht haben. Also mir ein Hügel suchen, wo ich das Ding draufstellen kann. Und dann, oh ja, mal gucken, ne? Das war ja mal ein Epic-Fail. Ja, das ist halt der Nachteil, ne? Wenn man total der Anfänger ist und die Wüste ist nun mal der gefährlichste Ort, leider. Ich hoffe jetzt. Ach nee, Quatsch, der Andy kann ja gar nicht da sein. Laufe ich überhaupt noch richtig? Kann natürlich auch in Höhlen. Oh, diese Biome, ne? Furchtbar. Doch, ich laufe richtig da lang. Normalerweise müsste man dieses Redwood-Biom komplett ausmerzen. Normalerweise. Jetzt nur eine Hungry Note hier. Das wäre perfekt. Nein, um Gottes Willen. Ach, übrigens, ne, ich hatte versucht, mich mal zu belesen, wo es Wölfe gibt. Man sagt ja, Wölfe kommen in normalen Wäldern vor und in Tundragebieten, ne? Also Schnee und so weiter und so fort. Ist das wirklich so? Muss ich tatsächlich diese Gebiete suchen, um mir irgendwann mal einen Wolf zu tämen? Alter. Guck mal, das da ist Sand. Einmal draufgetreten würde das ganze Ding hier zusammenbrechen. Das ist ein Stein. Hängt das mit dem Sonnendings zusammen? Dass das hier so lila wird? Oh. Ein Blumenquartett. Das ist alles eine dieselbe Blume, ne? Mit verschiedenen Farben. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das sogar. Oder haben wir im Dorf sogar schon ein Bett? Dann müsste ich jetzt rein theoretisch mal einen Tag noch warten. Dann suchen wir uns wirklich mal diesen Baugrund. Tragen den vielleicht schon ab, ganz grob. Ich hatte doch hier in irgendeinem Gebäude, ich glaube sogar das hier oder ein ähnliches, mich doch mal genächtigt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nee, das ist ein Bürgerwehrhaus. Genau, ein Bürgerwehrhaus. Ah, da, da. Guck mal, hier gibt es alles. Essen. Alles, was das Herz begehrt. Ich muss es nur ein bisschen nun verschönern. Da war das, ne? Nee, auch nicht. Hier eine Bibliothek?
Auch nicht. Oh, guck mal da. Habt ihr es gesehen? Aber das ist nicht weiter schlimm. Wo war denn das? Ich hatte doch nachher noch Besuch bekommen durch... Au, 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 au! Hast du mich gehauen? Ist ja frech, ey. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Wir gehen jetzt erstmal unseren Stuff holen. Der Tag geht schneller vorbei als erwartet. Und dann gucken wir mal hier so die umliegenden Hügel, was für unser Häusle gedacht. Das hier ist alles Straße. Die führt sogar noch raus. Und dann gucken wir mal, was wir noch so bei haben. Ich hätte mir mal noch die Steintasche schnappen sollen. Hier schwarze Wege rein? Nee. Doch? Naja, das ganze Objekt muss noch alles verschönert werden. Die haben keine Dachüberhänge, kein gar nichts. Nee, 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 so geht das nicht. Aua. Manu! Ja, übrigens, ne, wenn wir bei der Thematik sind, wir haben ja bald Wahlen in Amerika. Und haben die sagenhafte Auswahl zwischen Hillary und Herrn Trump, Donald. Ich bin so mega gespannt, was dabei rumkommt. Jetzt so kurz vor Ende, wo man gedacht hatte, okay, der Herr Trump wird es nicht mehr schaffen, war so ein bisschen erleichtert. Jetzt dreht sich der ganze Scheiß. Ich weiß auch gar nicht, was so vermurkst und schwer ist für die Amis, dass die darauf nicht klarkommt, dass eine Vertraute, ein Freund der Hillarys, Daten... Alles andere ist weg? Oh... Daten halt, müssen wir wieder ein Grab bauen, fällt mir gerade ein. Kriegen wir ja alles rübergezogen? Nee, ne? Dass sie darauf nicht klarkommt, dass irgendeine Bekannte das tut, was Frau Hillary zu Lasten gelegt wird. Also hier von wegen, wichtige E-Mails über Accounts verschickt, die hätten nicht sein dürfen, bla bla bla. Und dass sie sich so drüber aufregen und dann einem Mann den Zuspruch geben, der genau genommen die Grenzen schließen will. Keine Erde bei, ne? Ne. Ich mag's bequem. Bin gerade am Überlegen, ob man einen Koffin baut. Also hier so ein Sarg. Da hinten müsste doch Erde sein, ne? Da, wo Palmen sind. Au. Oh. Au. Da hinten ist tatsächlich Erde. Ich brauche mal 6 Einheiten Erde. Und... Ich bräuchte rein theoretisch auch ein Table, sehe ich gerade. Ich habe nicht mal ein Table bei. Also hier so ein... wisst schon. Ein Crafting Table. Oh, guck mal. Eine Schildkröte. Und eine Ente. Ente. So, das sind erstmal 4. Ich will ja so unauffällig wie möglich klauen. Das fällt nicht auf, wenn der weg ist. Und wenn ich jetzt hier drauf trete, bricht das Ding zusammen. Au. Gut, wir haben 6 Stück und kommen nie wieder raus hier. Na gut, wir haben 7. So, ich würde sagen, dann machen wir unser Grab mal ein wenig schön. Wir brauchen noch ein paar Blümchens. Da, ich will die Kakteen haben. Es ist schön, ne? Also stellt euch mal vor, ihr könnt euch euer eigenes Grab verschönern. Geht das überhaupt? Ja, 2... 3. Ja, reicht. Ach, schön. Und da oben hatte ich gedacht, eventuell, oder da? Nein, da. Da das Jahlhaus. Das wäre doch cool. Ich weiß nur nicht, ob es... Oh, nö! Stimmt ja! Stellen wir doch irgendwie eine Vase drauf oder so. Keine Ahnung.
Meine. Au, okay. Sollte jedem eine Lektion sein. Ich habe natürlich keine Vasen bei, ne? Aber ich habe Clay bei. Warum habe ich Clay bei? Und vor allem, warum habe ich. Oh, die wachsen auch noch. Schön. So, wir wollten ja noch fix ein Bett bauen und das uns mal fix ins Dorf stellen. Beziehungsweise. Lieber da oben drauf, ne? Sofern wir da hochkommen, glaube ich, ist es da oben besser. Weil im Dorf hat man ja wieder die Gefahr, dass dort Viecher sind, die Dorfbewohner infizieren. Und dann war es das mit den Dorfbewohnern. Wow. Okay, das ist krass. Geht natürlich nicht. War ja klar. Oh, ist das toll. Ja, ich würde sagen, auf dem Berg dorthin, aber der ist so weit weg von der, nur sag mal, von der eigentlichen Zivilisation. Ah, wir haben sogar noch eine Spitzhacke Meißel. Wir haben ja eigentlich soweit alles da, ne? Schade, wo auch immer die wieder herkommt. Project Backpack. Sonst hatte ich. Noch den habe ich noch. Holz und Saplings. Ist also irrelevant. Ich pack das erstmal hier rein. Einfach um ein bisschen Platz zu bekommen. Wir haben hier noch 11 Sticks. Knochen brauchen wir für Wowies. So, dann mampfen wir mal eben fix was. Den brauchen wir auch nicht. Zumindest für vorzeitig, nee, vorzeitig nicht, meine Güte. Dann holen wir uns noch den. Genau. Gut, wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal warten, bis es Nacht wird, damit ich dort schlafen kann und auch dort spawne. Jetzt habe ich aber allerdings das Problem. Wo zum Teufel ist das Dorf? Bin letztes Mal gerade so rausgelaufen. Das müsste in die Richtung liegen, ne? Ich möchte ja schon gerne ein Jarlhaus haben. Das, Überblick über. Geht die Sonne gleich schon wieder unter? Wahnsinn. Überblick über ihre Bewohner hat. Das hier ist, glaube ich, so eine Art Kandelier, irgendwie so ein sehr robustes Getreide, ne? Da ist die Ortschaft. Ja, so viel dazu. Hier ist kein größerer Hügel, um meine Untertanen zu beobachten. Wobei, man kann es auch in die Richtung ausbreiten. Weil das wäre schon cool. Stellt euch mal vor, eine Stadt, ich glaube, ich denke schon gerade wieder extrem utopisch. Eine Stadt, die sich dahin ausbreitet, das heißt, ich habe das komplett über. Nein, fällt mir gerade ein, das fällt aus wegen ist nicht. Weil ich wollte einen Platz haben, der das Grün mit reinrendert. Also hier hinten dran die grüne Fläche. Dann bietet sich natürlich auch schon wieder an, dass ich. Wartet mal. Eher den Hügel nehme. Den da. Weil da habe ich. Genau, darauf würde ich fast sagen. Da kann man noch eine Brücke. Ach ne, Brücke kann man nicht. Baut sich gerade auf. Also da oben drauf haben wir wohl mehr als genug Platz, würde ich sagen. Wir haben Überblick über die Landwirtschaft, über den Hofstaat. Ja, schön. Gut, Platz verifiziert. Wir müssen jetzt zurück. Einmal kurz Heia machen. Dann ist es natürlich wieder Tag. Das ist mir sehr wohl bewusst.